Eva Braun, Hitlers Freundin, 23 Jahre jünger als er. Ihre Existenz ist im NS-Staat ein streng gehütetes Geheimnis. Bis heute ist Hitlers Privatleben Gegenstand von Spekulationen. Ich denke, dass Hitler sehr wohl ein Privatleben hatte, das allerdings anders aussah, als es sich die meisten Leute so vorstellen wollten und konnten. Die Propaganda hatte ihn zum Asketen verklärt. Private Bilder wie diese dürfen nicht an die Öffentlichkeit dringen. Diesen Mythos des einsamen Führers, der allein für Deutschland lebe, den wollte er keinesfalls zerstören. Wer aber waren die Frauen an Hitlers Seite? Warum folgten sie dem Diktator, manchmal bis in den Tod? Eva Braun, mit 17 lernt sie Hitler kennen. Kurz vor dem gemeinsamen Selbstmord wird sie Ehefrau des Diktators. Doch sie ist nicht das einzige junge Mädchen, das Hitlers Nähe sucht. Auffallend viele wollten sich das Leben nehmen. Maria Reiter, sie ist 16. Ihr Schwager kann ihren Selbstmord gerade noch verhindern. Geli Raubal, Hitlers Nichte. Mit 23 bringt sie sich in Hitlers Wohnung um. Unity Mitford, englische Adlige und überzeugte Faschistin. Mit 25 schießt sie sich eine Kugel in den Kopf. Es gibt nichts Schöneres, als sich ein junges Ding zu erziehen. Ein Mädchen, das biegsam ist wie Wachs, sagt Hitler. Für ihn waren Frauen sicherlich schon auch Objekte der Macht. Ich glaube nicht, dass Hitler eine Frauenbeziehung tatsächlich auf Augenhöhe hätte ertragen können. Auch reife Damen der sogenannten besseren Gesellschaft sind von Hitler angetan. Winifred Wagner ist nur eine von ihnen. Magda Goebbels, geschiedene Industriellengattin. Auf der Suche nach politischer Orientierung und nach Macht schließt sie sich den Nationalsozialisten an. Sie avanciert zur ersten Dame in Hitlers Reich. Was fasziniert diese Frauen an Hitler? Die Spurensuche führt zunächst nach Linz. Zeitgenossen beschreiben den jungen Hitler als schüchtern. Der 17-Jährige schwärmt für die Beamtentochter Stefanie. Doch er traut sich angeblich nicht, die Angebetete anzusprechen. Sehr viel später erinnert sie sich. Ich habe einen Brief eines Unbekannten bekommen, der mir erzählt hat, er geht jetzt auf die Akademie nach Wien, auf die Kunstakademie nach Wien, aber er wird nach Linz zurückkommen und dann wird er mich heiraten. Der Brief hat keinen Eindruck auf Stefanie gemacht. Sie heiratet einen anderen. Im August 1914 reißt die Kriegseuphorie auch den 27-jährigen Hitler mit. Er tritt als Freiwilliger in das bayerische Reserveinfanterieregiment Nummer 16 ein und kommt gleich an die Westfront. Die Verluste in seiner Einheit sind schwer. Doch Hitler selbst erlebt den mörderischen Stellungskrieg bald nicht mehr als Frontsoldat. Er wird als Meldegänger eingesetzt, kilometerweit hinter der Hauptkampflinie. In seiner Freizeit malt er. Laut Kriegstagebuch befindet sich Hitlers Regimentsstab im Frühjahr 1916 im Norden Frankreichs, im kleinen Städtchen Furnes. Jahrzehnte später berichtet eine Französin, hier sei sie Hitler begegnet. Es ist Charlotte Lobjoie. Sie ist damals 18 und die Tochter eines Metzgers. Sie erzählte später, dass sie während des Heumachens plötzlich einen Soldaten sah, der malte. Sie näherte sich ihm und so hat alles angefangen. Bei einem Sammler in Belgien finden wir dieses Gemälde. Es zeigt angeblich Charlotte Lobjoie. Dargestellt als sinnliche Bäuerin mit freizügigem Dekolleté und Heugabel. Es trägt die Signatur Adolf Hitlers. Hat er Charlotte porträtiert oder ist das Bild eine Fälschung?
Ich glaube, das Bild zeigt Charlotte. Es zeigt ihre charakteristischen Züge und es passt zu Hitlers Malstil. Gutachter sind sich darüber nicht einig. Im Juni 1917 bei einem Sommerfest in Montigny wird Charlotte schwanger. Wer ist der Vater? Im Kriegstagebuch von Hitlers Regiment finden wir den Eintrag Montigny. Zeit und Ort würden passen. Am 25. März 1918 wird Jean-Marie geboren. Wer sein leiblicher Vater ist, weiß er zunächst nicht. Am Anfang wollte Charlotte nichts von ihrem Abenteuer mit Hitler erzählen, aber ihr Sohn, Jean-Marie Loret, hat so lange insistiert, bis sie ihm auf dem Sterbebett sagte, dein Vater ist Adolf Hitler. Mit seiner Geschichte geht Jean-Marie Loret in den 70er Jahren an die Öffentlichkeit und sorgt damit weltweit für Aufsehen. Er ist davon überzeugt, Hitlers Sohn zu sein. Monsieur Loret, wer ist Ihr Vater? Mein Vater ist Adolf Hitler. Doch die Beweislage ist dünn. Mit Fotovergleichen und anthropologischen Gutachten will er die Fachwelt überzeugen. Ohne Erfolg. Jahrelang, bis zu seinem Tod 1985, kämpft Jean-Marie Loret um Anerkennung. Das Rätsel um seinen leiblichen Vater kann er nicht lösen. 25 Jahre nach Lorets Tod stößt ein belgischer Journalist auf die Geschichte von Hitlers vermeintlichem Sohn. Die Idee, dass Hitler Kinder gehabt haben könnte, ist natürlich faszinierend. Und dass Enkel und Urenkel von Hitler in Frankreich oder irgendwo anders auf der Welt leben könnten, die unbekannt sind. Das ist beinahe wie die dunkle Version des Da Vinci-Codes. Mulders will das Geheimnis endgültig aufklären. Mit modernen Mitteln. Es gibt ja heute ein fantastisches Mittel, nämlich die DNA-Untersuchung. Damals konnte niemand das Rätsel lösen, weil man einfach diese Technik noch nicht kannte. Wir wollten jetzt unbedingt mit einer DNA-Untersuchung herausfinden, ob diese alte Geschichte wahr ist oder nicht. Denn Menschen können ja lügen, die DNA aber lügt nicht. Mulders sammelt unter anderem Zigarettenstummel von noch lebenden, entfernten Verwandten Hitlers. Sie liefern Speichelproben, die im Labor verglichen werden, mit DNA-Material von Jean-Marie, das von 30 Jahre alten Briefen stammt. Das Ergebnis ist eindeutig. Die DNA an den Briefen unterscheidet sich deutlich von den DNA-Proben der Verwandten Hitlers. Damit hat Mulders das jahrzehntelange Rätsel um Hitlers Sohn gelöst. Für mich ist damit klar, dass Jean-Marie Loret nicht der Sohn von Hitler gewesen sein kann. Von Hitlers angeblichem Sohn in Frankreich führt die Spurensuche zurück nach Deutschland. 1926. Hitler ist jetzt Führer der Nationalsozialistischen Partei, die sich nach dem Krieg gegründet hat. In ganz Deutschland hält er Reden. Seine Auftritte sind berühmt-berüchtigt. Antisemitische Hetze und Propaganda gegen die Demokratie von Weimar. Längst ist er keine Lokalgröße mehr. Regelmäßig kommt er nach Berchtesgaden. Der idyllische Kurort hat es ihm angetan. Im Sommer 1926 trifft er hier die 16-jährige Maria Reiter, genannt Mitzi. Hitler ist hingerissen, Maria zunächst nicht. Ihr Neffe kennt die Familiengeschichte und äußert sich zum ersten Mal. Sie hat meiner Mutter am Anfang gesagt, ich kann den Mann gar nicht ausstehen mit dieser blöden Fliege unter seiner Nase. Und gesagt, und dann 20 Jahre älter ist er wie ich. Und meine Mutter hat auch gesagt, der ist ja viel zu alt für dich. Hitler schenkt Maria eine Eintrittskarte zu einer Parteiversammlung. Sein Plan geht auf. Sein Auftritt vor begeistertem Publikum verfehlt nicht seine Wirkung. Wie sie reinkam im Saal, ist der Hitler, hat er seine Rede unterbrochen
Und ist auf sie zugegangen, hat beiden, meiner Tante, der Mitzi und der Anni, die Hand geküsst. Und hat sie den Tisch angewiesen, ist drauf aufs Podium und hat wieder weitergesprochen. Sie war 16 Jahre alt. Es gibt doch keine 16-jährigen Mädchen, die so offiziell und vor allen Leuten angehimmelt wird von dem Mann, der da oben steht. Das hat sie wahrscheinlich höchst beeindruckt. Da war mein dünnes Eis gebrochen, erzählt Maria später. Hitler lädt Maria zu Spazierfahrten ein. Bei Ausflügen ins Berchtesgadener Land kommt es zum ersten Kuss. Doch schon bald sieht Maria Hitler nur noch selten. Aber er schreibt ihr Briefe. Mein liebes Kind, wie sehr ich mich freue, wenn mein holdes Lieb mir schreibt. Du ahnst nicht, wie glücklich mich ein Briefchen macht, aus dem deine liebe Stimme zu mir spricht. Kind, du weißt wirklich nicht, was du mir bist und wie lieb ich dich habe. Dein Wolf. Wir zeigen die Briefe einem Psychoanalytiker. Briefe eines Mannes, der später Krieg und Massenmord entfesselt. Ich finde ja immer gefährlich, dass man denkt, ein brutaler Verbrecher muss irgendwie eine Störung haben und in sonstigen Feldern auch irgendwie pervers oder merkwürdig sein. Die Briefe sind sicherlich insofern merkwürdig, als er eine junge Frau wie ein Kind behandelt. Aber das ist beim Männerbild der damaligen Zeit nicht so völlig ungewöhnlich. Aber es ist durchaus empathisch, es ist durchaus auch mit zärtlichen Begriffen. Eine Empathiefähigkeit muss jemand haben, wenn er tatsächlich Massen über Jahre hin faszinieren will. Und das hat er ja getan. Hitler ist auf Wahlkampftour durch Deutschland. Maria glaubt fest daran, dass er es ernst meint und sie besucht, sobald es seine Zeit erlaubt. Doch sie wartet monatelang vergeblich. Im Frühjahr 1927 stellt Hitler den Kontakt zu ihr nahezu ein. Sie ist verzweifelt, will sich erhängen. Die Mitzi hat versucht, sich umzubringen. Und Gott sei Dank hat sie sich im letzten Augenblick noch erwischt. Hitler hält sich fern von Mitzi, weil ihm eine Anzeige wegen Verführung Minderjähriger droht. Einen Skandal kann sich der Aufsteiger nicht leisten. Später macht er Mitzi wieder Avancen und sie schöpft neue Hoffnung. Doch als Mätresse will sie nicht enden. Sie will Hitlers Ehefrau werden und ist dafür offenbar bereit, einen schweren Schritt zu gehen. Meine Mutter war entsetzt. Es war vollkommen entsetzt, was sie herausgefunden hat, dass sich die Mitzi, die so gerne Kinder haben wollte, sich hat sterilisieren lassen, auf Hitlers Anweisung. Der Hitler wollte keine Nachkommen haben. Und sie wollte unbedingt mit Hitler zusammenbleiben. Und da hat sie eben, damit sie keine Kinder bringen, wahrscheinlich hat sie gehofft, dass sie den Hitler doch noch heiraten würde. Mal. Doch eine Ehe kommt für Hitler nicht in Frage. Meine Braut ist Deutschland, verkündet er. Schon 1925 lässt er im Völkischen Beobachter als Reaktion auf Gerüchte, er habe sich verlobt, klarstellen: Ich bin dermaßen mit der Politik verheiratet, dass ich nicht daran denken kann, mich auch noch zu verloben. Selbst im engsten Kreis präsentiert er sich als kinderlieber Junggeselle, der Politik zuliebe auf eine eigene Familie verzichtet. Eine Legende. Eine Ehefrau hat Rechtsansprüche. Ja, und sie hat natürlich auch eine ganz andere Machtposition und ganz andere Einflussmöglichkeiten als eine Mätresse. Und das fürchtete Hitler. Denn Hitler war ein doch auch zutiefst unsicherer Aufsteiger. Auf dem Weg zur Macht half diese Dame, Winifred Wagner, die Herrin von Bayreuth. Zeitzeugen behaupten, dass Hitler ihr einen Heiratsantrag gemacht habe, einen Antrag aus Kalkül. Die Ehe mit der Wagner-Erbin, heißt es, hätte seinen gesellschaftlichen Aufstieg beschleunigt. Er hat sie zweimal gefragt, zwischen 30 und 33, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Und da hat sie beide Male geantwortet, das könnte sie nur, wenn er in einer offiziellen Stellung wäre. Sicher ist, dass Winifred mit den politischen Auffassungen Hitlers weitgehend übereinstimmt. Auch seine Persönlichkeit fasziniert sie. Ich muss gestehen, dass ich sofort einen sehr großen und tiefen Eindruck von dem Mann hatte.
Das Auge war vor allen Dingen ungeheuer anziehend, ganz blau und ein großes, ausdrucksvolles Auge. Wer 30 Jahre nach dem Krieg so redet, blendet vieles aus. Das Festspielhaus in Bayreuth wird zum Wallfahrtsort der braunen Prominenz. Auch Elsa Bruckmann, Fürstentochter und Verlegersgattin aus München, protegiert Hitler. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ersehnt sie eine radikale politische und gesellschaftliche Erneuerung Deutschlands. Sie lädt Hitler ein als Gastredner zu ihren Abendgesellschaften. In ihrer Villa am Karolinenplatz macht sie ihn mit Gleichgesinnten, Großindustriellen und Bankiers bekannt und öffnet ihm damit viele Türen. Elsa Bruckmann ist natürlich so eine Salonlöwin, die also ein großes Haus führt. Da gehen viele ein und aus. In München ist das Stadt bekannt. Sie hat also selbst Leute wie Rilke zu Besuch gehabt. Sie nimmt dann den Hitler so quasi an Kindesstatt an und bringt ihm angeblich gute Manieren bei und sagt ihm, dass er keinen Zucker mehr in den Wein schütten soll und solche Dinge. Hitlers wichtigste Gönnerin ist Helene Bechstein. Sie unterstützt ihn finanziell, wie sie 1924 bei einer Polizeibefragung zugibt. In der Weise, dass ich ihm Kunstgegenstände übergab. Es handelt sich um solche von höherem Wert. Mit Krediten unterstützt die Gattin des Klavierfabrikanten Hitlers Wahlkampf. Und sie ist gern behilflich, als sich ihr Schützling für seine Deutschlandtouren einen neuen Mercedes-Kompressor wünscht. Hitler hatte das Glück, dass einige Frauen aus guten gesellschaftlichen Kreisen sich ihm an den Hals schmissen und ihm also fanatisch anhingen. Das ging gar nicht von Hitler aus. Ne? Er ist ja nicht auf die Frauen zugegangen, sondern die kamen ja angerannt und boten ihre Hilfe an. Also das war in diesen Fällen dann halt Beziehungen knüpfen, Connection machen und Geld. Für Hitler sind diese Beziehungen wichtig. Dabei ist das Politische vom Privaten oft nicht zu trennen. Persönlich bevorzugt er die Gesellschaft jüngerer Damen. Wie Geli Raubal, die Tochter seiner Halbschwester Angela. Seit 1923 ist Hitler Gelis Vormund. Mit 19 zieht sie zu ihm nach München. In seiner großzügigen Wohnung im Stadtteil Bogenhausen hat sie ein Zimmer zur Untermiete. Hitler ist stolz auf seine hübsche Nichte. Zeitgenossen beschreiben sie als süßes Mädel, das von Männern umschwärmt wird. Auch von Emil Maurice, Hitlers Chauffeur und langjährigem Dutzfreund. Im Januar 1928 schreibt sie ihm: Zum Geburtstag viele Küsse. Von deiner Geli. Die beiden haben sich angefreundet und Emil und Geli wollten heiraten und mussten dann eben eine böse Überraschung erleben. Hitler verbietet Maurice, sich mit Geli zu treffen. Emil Maurice war entsetzt von der überaus heftigen Reaktion seines alten Freundes. Hitler hat Maurice sozusagen aus seiner Umgebung verbannt. Was hat Hitler gegen die Beziehung? Ist er eifersüchtig? Das Verhältnis von Onkel und Nichte gibt bis heute Rätsel auf. Wenn man sich da die Fotos anschaut, da sieht man schon, wie er diese junge Nichte, diese Verwandte, mit einem Blick betrachtet, den ich nicht nur als onkelhaft bezeichnen kann. Da ist mehr dabei. Doch es gibt noch andere Gründe, warum sich Geli von Maurice trennen muss. Der Mitbegründer der SS hat ein Familiengeheimnis. Hitler hat ein Dossier herausgezogen, in dem war die Lebensgeschichte und auch die Familiengeschichte von Emil Maurice genau verzeichnet. Daraus ist aber hervorgegangen, dass Emil Maurice jüdische Ahnen hatte.
Hitlers Parteifreund Maurice hat einen jüdischen Urgroßvater. Selbstverständlich konnte sich Hitler nicht leisten, dessen Säule der Antisemitismus in der Partei war, der ununterbrochen Reden mit Judenhetze von sich gegeben hat, dass seine Nichte einen Juden heiratet. Hitler verwöhnt seine Nichte mit teuren Kleidern, Opernbesuchen und Essen in noblen Restaurants. Ein Leben in Luxus, aber Unfreiheit. Mit Argusaugen wacht Hitler über Gelis Alltag. Hitler sperrte sie offenkundig ein. Das hat man ja aus ihren eigenen Zeugnissen entnehmen können, dass sie darüber klagt, dass sie nichts machen kann ohne Erlaubnis von Onkel Alf. So nennt sie ihn. Er selbst ist nun ständig auf Wahlkampftour. Nach den Reichstagswahlen von 1930 ist die NSDAP zweitstärkste Partei. Am 19. September 1931 erreicht ihn eine Nachricht. Geli ist tot in seiner Wohnung gefunden worden. Im Hauptstaatsarchiv München lassen wir uns den Polizeibericht von damals zeigen. Darin heißt es Selbstmord. Was ist passiert? Offenbar hat sich Geli gegen 15 Uhr eine Pistole aus Hitlers Schrank geholt. Laut Polizeibericht hat eine Angestellte Geli beobachtet, wie sie in ihr Zimmer geht und die Tür hinter sich abschließt. Was danach geschah, ist unklar. Sicher ist, Geli hat die Pistole direkt auf der Haut angesetzt. Sie verfehlt ihr Herz und stirbt an einem Lungenschuss. Erst am nächsten Morgen, 17 Stunden später, klopft die Haushälterin an Gelis Tür. Als sie keine Antwort erhält, holt sie Hilfe. Der Arzt kann nur noch den Tod feststellen. Bis heute wird über Gelis Tod spekuliert. Ihre Mutter und andere in Hitlers Umfeld glauben nicht an Selbstmord. War es ein Unfall? Wir zeigen den Polizeibericht dem Kriminalexperten Thomas Althaus, Spezialist für Todesermittlungen. Zu welchen Ergebnissen kommt er? Ich bin der Auffassung, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt hat, weil zum Ersten das Zimmer versperrt war, zum Zweiten, weil die Schusswaffe unmittelbar auf die Haut aufgesetzt war, als ein aufgesetzter Schuss war, und dann zum Dritten, dass die Frau Raubald eine Stelle gewählt hat, die unbegleitet war. Also es kommt sehr oft vor, dass Selbstmörder an Einschussstelle wählen, die unbegleitet ist, um ihre eigene Kleidung nicht zu beschädigen. Ein Abschiedsbrief von Geli wird am Tatort nicht gefunden. Indiz für die Unfallthese? Das ist nicht ungewöhnlich. Bei ca. 60-70% aller Suizidenten finden wir keinen Abschiedsbrief. Kann sich ein Schuss gelöst haben, als Geli nachschauen wollte, ob die Waffe geladen ist? Meines Erachtens nicht. Zum Nachschauen, ob die Waffe geladen ist, nimmt man die Waffe, man hält sie von sich weg und zieht mit der linken Hand den Verschluss nach hinten und kann somit sehen, ob eine Patrone im Lauf ist oder nicht. Also für mich scheint ein Unfall aus, aufgrund der Tatsachen, die aus dem Bericht heraus hervorgehen. Geli wird auf dem Zentralfriedhof in Wien bestattet. Hitler bittet die österreichischen Behörden, das Einreiseverbot, das seit 1924 für ihn gilt, aufzuheben, damit er ihr Grab besuchen kann. Nur ein einziges Mal, am 26. September 1931, kommt er hierher. Die Reise galt vordringlich, und das ist interessant, nicht dem Grabbesuch der Geli Raubald, das war nur ein Vorwand. Er wollte natürlich den Gauleiter von Wien zu Gesprächen treffen
Und die haben auch in einem Hotel im 4. Bezirk stattgefunden. Kurz vor Gelis Tod im August 1931 lernt Hitler diese Dame kennen. Es ist Magda Quandt, Ex-Gattin eines Großindustriellen. Sie lebt mit ihrem Sohn in einer luxuriösen Wohnung in Berlin und ist seit kurzem die Geliebte von Josef Goebbels. Der Gauleiter von Berlin hat es der geschiedenen Millionärsgattin angetan. Ein ungleiches Paar, so scheint es auf den ersten Blick. Magda Goebbels hat diesen Kontakt zur Partei und Goebbels mit voller Berechnung aufgenommen. Sie sucht die Nähe von Macht. Das ist unabhängig davon, wer sie ausübt. Der Gauleiter von Berlin war immerhin in der Reichshauptstadt die höchste politische Instanz der NSDAP. Also war er das Ziel ihrer Wünsche. Als Goebbels seine neue Eroberung Hitler vorstellt, ist er begeistert. Für Goebbels Geschmack ein wenig zu sehr. Magda vergibt sich etwas dem Chef gegenüber. Ich leide sehr darunter. Sie ist nicht ganz Dame. Die ganze Nacht kein Auge zugetan. Sie ist, fürchte ich, nicht sicher in der Treue. Notiert er am 26. August 31 in sein Tagebuch. Ich würde mal interpretieren, sie schmeißt sich an Hitler ran. Und Hitler ist nicht abgeneigt. Findet sie wahrscheinlich auch recht schön gepflegt und alles. Und warum nicht noch eine mehr in der Sammlung? Goebbels behauptet sogar, Hitler habe Magda hinter seinem Rücken Avancen gemacht. Seinem Tagebuch vertraut er am 4. September 31 an. Chef hat bei ihr angeklingelt, sich zum Essen eingeladen. Schlawiner. Dabei haben sich der Gauleiter und seine Geliebte schon die Ehe versprochen. Wird Magda schwach? Ja, sie hätte natürlich den Hitler vorgezogen, weil er die mächtigere Person gewesen ist. Also ganz sicher, also so viel Machtbewusstsein hatte sie. Doch sich das Alpha-Tier auszusuchen und nicht den zweit- oder drittrangigen Mann dann da zu nehmen. Doch auf Goebbels Weisung muss Magda beichten, dass sie schon mit ihm verlobt ist. Mit Hitlers Segen findet nun die Heirat statt, im Dezember 31. An Goebbels Seite avanciert sie zur, wie es damals hieß, ersten Dame des Reichs. Sie darf bei Staatsbesuchen glänzen und genießt ihre Auftritte als Vorzeigegattin und Mutter. 6 Kinder schenkt sie ihrem Mann. Wie kaum eine andere verkörpert sie das Frauenbild der Nazi-Ideologie. Sie ist für Hitler interessant, weil sie so fanatisch gläubig ist. Sie interessiert sich für diese ideologischen Grundsätze dieser Partei. Und himmelt den Hitler an als den Führer, so wie dann ihr Mann Josef Goebbels ja auch. Und wie so manche andere Frauen. Was hier zu sehen ist, grenzt an kollektive Hysterie. Die Masse ist wie ein Weib und als solche mache ich sie mir jetzt gefügig, sagt Hitler 1933. Jetzt stehen ihm alle Mittel der Propaganda zur Verfügung, um die Menge für sich einzunehmen. Eine von Hitlers fanatischsten Anhängerinnen ist die britische Adlige Unity Mitford, verwandt mit Winston Churchill. Sie und ihre Schwestern sind in England berühmt und umschwärmt. Töchter aus bestem Hause, aufgewachsen auf dem Landgut von Lord Ridsdale in der Nähe von London. Unity und ihre Schwester Diana sind begeisterte Faschistinnen. Ihre ältere Schwester Diana hatte sich in Oswald Mosley, den Führer der britischen Faschisten, verliebt. Und offenbar wollte Unity ihrer Schwester beweisen, dass sie einen noch größeren, besseren Führer kriegen konnte. 1934 kommt Unity nach München. Sie will Hitler kennenlernen. Sie fand heraus, in welchem Restaurant er zu Mittag aß. Da ging sie jeden Tag hin, in der Hoffnung, ihn dort zu treffen. Die Osteria Bavaria in München-Schwabing.
Eines Tages ließ er sie fragen, ob sie nicht an seinen Tisch kommen wolle, um Kaffee mit ihnen zu trinken. Natürlich war sie überglücklich. Und von da an wurden sie enge Freunde. Unity ist Hitlers Stalkerin. Monatelang hat die 20-jährige Hitler aufgelauert, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Nach dem Treffen schreibt sie: Ich bin so glücklich. Ich glaube, dass ich das glücklichste Mädchen der Welt bin. Mehr als 150 Mal treffen sich Unity und Hitler in den folgenden Monaten. Das Interesse der britischen Aristokratin schmeichelt ihm. Hitler hat ihren Einfluss völlig überschätzt. Sie sollte in englischen Kreisen Sympathien für ihn gewinnen, was natürlich völliger Unsinn war. Aber wahrscheinlich dachte er auch einfach, dass sie eben arisch aussah. So wie Frauen seiner Meinung nach aussehen sollten. Groß und blond. Big, tall, strong and blond. Wie eine Walküre. So lautet auch Unitys zweiter Vorname, Valkyrie. Sie erkämpft sich einen Platz in Hitlers Entourage. Bald hat sie den Spitznamen Unity Mitfahrt, weil sie sich überall aufdrängt. Bei den Frankentagen der NSDAP auf dem Hesselberg bei Nürnberg hält sie 1935 eine flammende antisemitische Rede. Sie glaubte, der Nationalsozialismus wäre die Antwort auf alles. Wie viele andere dachte auch sie, Hitler würde eine bessere Nazi-Welt erschaffen. Natürlich würde es Opfer geben, aber das wären nur arme Menschen und elende Juden, die es verdient hätten, Opfer zu sein. Und die Welt wäre dann sauberer und besser. Im Hetzblatt Der Stürmer erscheint ein offener Brief von Unity. Das allgemeine englische Volk hat keine Ahnung von der Judengefahr. Unsere schlimmsten Juden wirken nur hinter den Kulissen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir mit Gewalt und Autorität sagen können: England für Engländer, die Juden hinaus. Im Sommer 1939 erfährt Unity von Hitler, dass es Krieg geben wird. Am 1. September überfällt Hitler Polen. Zwei Tage später erklärt Großbritannien Deutschland den Krieg. Unity fühlte leidenschaftlich mit England, aber auch mit Deutschland. Und sie konnte es nicht ertragen, dass beide Länder gegeneinander in den Krieg zogen. Also wollte sie sich erschießen. Das ist eine Geschichte wie in einer Oper von Wagner oder Verdi. Wagner oder Verdi. Bühnenreif soll Unity ihren Selbstmordversuch inszeniert haben. Angeblich ging sie in den englischen Garten, setzte sich auf eine Parkbank und schoss sich in die Schläfe. Doch das ist eine Legende. Wie wir im Staatsarchiv in München herausfinden. Hier wird der Polizeibericht von damals aufbewahrt und wir können rekonstruieren, was tatsächlich geschah. Mehrere Zeugen sehen, wie Unity Mitford am 3. September durch die Münchner Königinstraße geht. Es ist gegen 17 Uhr. Sie holt eine Pistole aus der Handtasche, hält sie auf Magenhöhe, zielt gegen den Kopf und feuert zweimal ab. Keine heroische Inszenierung, sondern die impulsive Tat einer verstörten jungen Frau. Doch der Selbstmordversuch misslingt. Die Kugel bleibt in Unitys Kopf stecken. Auf Hitlers Befehl wird sie im April 1940 nach England zurückgebracht. Ein Ereignis, das der britischen Wochenschau eine Nachricht wert ist. Waren Unity und Hitler wirklich nur Freunde? Bis heute wird darüber spekuliert, wie intim ihre Beziehung war.
Natürlich war es keine sexuelle Beziehung. Es war mehr so eine Beziehung zwischen Groupie und Popstar. Und der Popstar hatte sie dazu auserkoren, sein Lieblingsgroupie zu sein. Sie war eben eine seiner Favoritinnen. Wegen Unity Mitford ist eine andere Favoritin eifersüchtig, Eva Braun. Hitler hat sie schon 1929 kennengelernt. Durch seinen Leibfotografen Heinrich Hoffmann, bei dem Eva als Fotolaborantin arbeitet. Wenige Monate nach Geli Raubals Tod, vermutlich Anfang 1932, wird Eva Hitlers feste Freundin. Sie ist 20, er 43. Die Tatsache, dass die Frauen immer sehr jung waren, dass die Frauen immer in einem starken Abhängigkeitsverhältnis von ihm standen, das bestätigt, dass vergleichbar zu diesem Bedürfnis nach Macht in der Politik, er offensichtlich auch in seinen Frauenbeziehungen das Bedürfnis hatte, Macht ausüben zu können über diese Frauen. Im Mai 1935, als sich Hitler häufig mit Unity Mitford trifft, schreibt Eva in ihr Tagebuch. Wie mir Frau Hoffmann mitteilte, hat er jetzt einen Ersatz für mich. Er heißt Walküre und sieht auch so aus, die Beine mit eingeschlossen. Aber diese Dimensionen hat er ja gerne. Eva dagegen hört damals 3 Monate lang nichts von Hitler. Sie plant ihren 2. Selbstmordversuch. In ihr Tagebuch schreibt sie: Ist das seine wahnsinnige Liebe, die er mir so oft versichert hat? Gott hilf mir, wenn er heute wieder keine Antwort gibt. Ich habe mich für 35 Stück entschlossen. Es soll diesmal eine todsichere Angelegenheit werden. Anhand des Tagebuchs kann man natürlich schon sagen, dass Eva Braun tatsächlich ganz auf ihn fixiert war und offensichtlich sehr verliebt war und sich in Abhängigkeit von ihm fühlte und sich tatsächlich in so einer fast kindlichen Position der großen Hitlergestalt gegenüber empfand. Nach ihrem Selbstmordversuch holt Hitler Eva zu sich auf den Berghof als heimliche Freundin. Mit der Zeit erfährt der engste Kreis um Hitler, wer die junge Frau wirklich ist. Lange gilt sie nur als seine Sekretärin. Für Hitler war ganz entscheidend, persönlich unangreifbar zu bleiben. Ja, und das konnte er nicht, wenn er Nähe zuließ. Souverän wäre gewesen, dazu zu stehen, zu heiraten, irgendwie dann auch öffentlich vielleicht diese Beziehung zu leben. Das konnte und wollte er nicht. Diese Filmaufnahmen hat Eva Braun mit ihrer Kamera selbst gedreht. Insgesamt 4 Stunden Material aus den Jahren 1938 bis 1944. Sie dokumentieren Hitlers Leben auf dem Berghof. Mehr als 3,5 Jahre seiner Herrschaft verbringt er insgesamt hier, empfängt seine Paladine und trifft weitreichende Entscheidungen. Im August 1939 filmt Eva einen sichtlich angespannten Hitler. Der hat gerade einen Pakt mit der Sowjetunion geschlossen und glaubt, endlich freie Hand zu haben für den Überfall auf Polen. Plötzlich stellt eine Nachricht die deutschen Kriegspläne in Frage. Worum geht es? Was hat Eva Braun, während sie filmt, mit angehört? Wir bitten erfahrene Lippenleser um Hilfe. Judith Göller, Wolfgang Persch und Lothar Förster sind hörbehindert und seit Jahren darauf angewiesen, von den Lippen abzulesen. Mit viel Zeit und Mühe gelingt es, einige von Hitlers Worten zu entschlüsseln. Hier die Ergebnisse. Das ist mir schon bekannt, da pfeife ich drauf. Du weißt ja sicher von dem Telegramm. Ich würde es am liebsten vernichten. Hast du die Herren zusammengerufen? Dieses Telegramm hat Folgen für uns und wird auf jeden Fall zu einer Katastrophe führen. Wir bitten die Historikerin Heike Görtemarker, die Szene historisch einzuordnen. Von welchem Telegramm spricht Hitler? Vermutlich ein Telegramm der britischen Regierung. Das kann man daraus mutmaßen, denn die Briten reagieren prompt.
auf diesen bevorstehenden Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion und sagen, wir werden unseren Beistandspakt mit Polen erneuern. Das bedeutet, wenn Hitler Polen überfällt, droht ein Zwei-Fronten-Krieg. Der Diktator wird schwankend. Ein Moment, in dem sich Weltgeschichte entscheidet. Eva Braun filmt diese Szenerie, diese angespannte Haltung. Die ersten Nachrichten kommen rein, die Reaktion der Weltöffentlichkeit. Und sie fällt nicht so aus, wie Hitler und seine Getreuen sich das vorgestellt haben. Eva Braun hört mit, als der Zweite Weltkrieg politisch vorbereitet wird. Die ahnungslose Gespielin, für die sie viele halten, ist sie nicht. Am 29. April 1945 wird Eva Braun doch noch Hitlers Ehefrau. 15 Stunden später begeht das Ehepaar gemeinsam Selbstmord. Was ist aus den anderen Frauen geworden? Magda Goebbels und ihr Mann sind mit Hitler im Bunker unter der Reichskanzlei. Sie vergiften ihre 6 Kinder, bevor sie sich am 1. Mai 1945, nur wenige Stunden nach Hitlers Selbstmord, das Leben nehmen. Dass sie 6 Kinder mitnimmt als Mutter, das ist also schon ein Zeichen allergrößter Ausgeliefertheit dieser Ideen von Hitler, dass man auch sogar freudig in den Tod geht. Unity Medford stirbt 1948 an einer Hirnhautentzündung, an den Folgen ihres Selbstmordversuchs. Maria Reiter erzählt 1959 ihre Geschichte dem Stern. Die Sterilisation erwähnt sie nicht. Das hat sie natürlich absichtlich nicht gesagt. Deswegen, weil sie wollte, dass der Hitler immer noch weiterhin vergöttert wird. Sie war eine durch und durch hundertprozentige Nationalsozialistin. Hat sich nie geändert, bis zum letzten Tag. Auch Winifred Wagner bleibt noch lange nach dem Krieg, als die Verbrechen der Nazis in ihrer ganzen Dimension ans Licht gekommen sind, fanatisch unbelehrbar. Wir alten Nationalsozialisten haben nach dem Krieg einen neuen Decknamen erfunden, da man in aller Öffentlichkeit ja nicht über ihn reden konnte. Und wenn man über ihn reden wollte, dann haben wir ihn USA genannt. Das heißt auf Deutsch unser seliger Adolf. Hier sieht man ja dieses Verhältnis der Führer und seine Jünger. Und das bezog sich natürlich auch auf die Frauen im inneren Kreis. Hitler wurde geliebt. Doch Frauen, die ihm nahe kamen, machte er oft unglücklich. Einige begingen Selbstmord, andere versuchten es. Und dennoch, Opfer waren diese Frauen nicht.